So, hallo meine lieben Jungfrau-Geborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute wollen wir mal gucken, was der Juniper auch für euch bereithält, was die Karten euch sagen möchten, mit auf dem Weg oder Denkanstöße geben müssen. Denkt bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, die kann und wird auch nicht auf jeden unbedingt zutreffen. Sollte das überhaupt nicht euch betreffen, sag ich mal, dann lasst das auch vorüberziehen. Guckt euch sonst gerne nochmal den Aszendenten an. Der hat auch immer einen sehr großen Einfluss. Ja, und ich möchte mich auch bei euch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr meinen Kanal so toll angenommen habt. Für alle, die jetzt neu mit dazu ist, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Vergesst dann bitte auch nicht, das kleine Glöckchen zu drücken, sag ich mal, damit ihr auch über die neuen Videos informiert werdet. Ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen was mitgeben. Mir liegt da auch immer sehr viel, sag ich mal, dran. Wer eine Einzellegung haben möchte, geht bitte auf meine Webseite, die ihr bei YouTube oben im Banner auch findet. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren, auch Legungen buchen, also das ist überhaupt kein Problem. So, dann wollen wir mal gucken, was der Juni für euch bereithält. Jetzt sind mir bei dieser Legung hier sehr viele Karten, sag ich mal, schon rausgefallen. Teilweise mehr, als ich eigentlich ziehen wollte, aber ich nehme die dann trotzdem. Deswegen habe ich jetzt auch schon vorgemischt, weil diese Mischerei vorher, das dauert ja auch immer ein bisschen. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Auch bei den Seelenorakel, wo ich normalerweise nur eine Karte habe, sind hier zwei gefallen. Und dann nehme ich die natürlich auch, weil die Karten euch dann damit auch was sagen wollen. Wir haben hier einmal den Adler und das Präsent. So, dann gucken wir mal. Den Adler habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hast du dich so in deiner täglichen Routine verfangen, dass du kaum mehr weißt, wo du hin willst und was du als nächstes tun solltest? Hast du den Sinn deines Lebens aus den Augen verloren? Der Adler lädt dich ein, tief durchzuatmen und die Flügel auszubreiten. Wann hast du sie zum letzten Mal gespreizt? Der Adler erinnert dich daran, dass dein Geist dafür geboren wurde, sich in den Himmel zu erheben. Erwäge deine Alternativen und frag dich dabei, möchte ich in einem Hühnerstall leben, abgeschieden vom wirklichen Leben, auf die nächste Fütterung warten? Oder möchte ich mich emporschwingen wie ein Adler? Solltest du dich für Letzteres entscheiden, musst du die Einladung des Adlers annehmen und den Mut aufbringen, die Freiheit zu wählen. Die Medizin, ne, wenn euch das jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt hat, sag ich mal, die Medizin dieser Karte heißt, jetzt heißt es mit Adleraugen zu sehen. Richte einen Laserstrahl auf das Ganze und die Teile, aus denen es besteht, und setze klare Prioritäten. Wofür bist du auf die Welt gekommen? Etwa um die Erfolgsleiter finanziell oder gesellschaftlich zu erklimmen? Oder doch eher um ein besserer Mensch zu werden, dein Herz zu heilen und dein wahres Selbst zu verwirklichen? Worin besteht deine göttliche Mission hier auf Erden? Schluss mit all den Ausreden. Natürlich hast du nicht genügend Zeit oder Geld oder bekommst zu wenig Schlaf. Trotzdem musst du jetzt sofort losfliegen, wenn du das von dir gewünschte Lebensziel erreichen möchtest. Verschiebst du deinen Nahaufbruch, betrügst du dich selbst. Sieh die Welt mit den Augen des Adlers und betrachte jedes Hindernis als Chance. Du erreichst alles, was du dir vornimmst. Befreie dich deshalb und lebe deiner höchsten Bestimmung gemäß. Flieg los. Das heißt für mich auch nächsten Monat, dass da etwas verwirrende Einflüsse auf dich vielleicht einkommen. Das eine, was du willst, das andere, was du musst. Vielleicht fühlst du dich da auch ein bisschen gefangen. Deswegen dieses Präsent hier, ne? Das Präsent. Erstelle eine Liste mit 10 Menschen und Dingen, denen bzw. für die du dankbar bist, und verbinde dich mit diesem Gefühl. Das Präsent fordert dich auf, eine derartige Dankbarkeit auch dann zu empfinden, wenn sie von nichts und niemand Bestimmten ausgelöst wird, und sie allen Menschen entgegenzubringen, denen du begegnest. Wenn du dankbar bist, geht dein Herz auf und dir kommen die vielen Gedanken zu Bewusstsein, die das Leben dir macht. Dies wirkt Mangeldenken entgegen und führt dir die ganze Fülle vor Augen, die dich umgibt. Das Präsent lädt dich ein,
durch großzügiges Geben und dankbares Nehmen dem Fluss des Lebens zu folgen. Die beiden passen, glaube ich, ganz gut zusammen. Das ist, ich glaube, dass so nächsten Monat, ja, kommen mir so rüber, so verwirrende Einflüsse da auf dich einkommen. Dieses Yin und Yang, was soll ich nun tun? Jetzt kommt das, was passiert denn da wieder? Was soll ich denn da wieder von halten? Ne? Aber wir schauen da mal weiter. Und zwar, welches Krafttier haben wir denn hier? Die Schlange, die weibliche Lebensenergie. Aha. Entwicklung, Entfaltung, Heilung und Lenkung der Energie stehen an. Du erfährst eine neue Stufe der Kraft in dir. Ja, mit verwirrenden Einflüssen fertig zu werden, sehr schön, passt. Und was haben die Engel dir noch zu sagen? Der Engel der Gelassenheit. Bitte deinen Engel, dir Gelassenheit zu schenken. Sie bringt dir inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Lass dich von nichts aus dem Gleichgewicht bringen und vertraue darauf, dass dein Engel dir hilft, alles wieder ins Lot zu bringen. Die Botschaft deines Engels: Nur mit einem Herzen voller Ruhe und Besonnenheit kannst du zur Harmonie gelangen und den Stürmen des Lebens trotzen. Und auch hier sind zwei gefallen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt, aber wie gesagt. Und der Engel des Glaubens. Ne, das, ja, das sind so verwirrende Einflüsse im nächsten Monat. Ja. Der Glaube ist so mächtig, dass er sprichwörtlich Berge versetzen kann. Wichtig ist, dass du an dich und das Universum glaubst, so werden auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Handle so, als wären deine Wünsche bereits Wirklichkeit geworden. Denn das ist Glaube. Der Engel wird dich dabei unterstützen und dich bestärken. Du musst nur fest daran glauben. Also gelassen bleiben, glaub daran, was du willst, was in dir schlummert, sag ich mal, nimm dieses Geschenk an, schwing dich nach oben und beobachte mal mit Adleraugen, was um dich herum passiert. Vielleicht ist das so viel, dass dich das auch erstmal so ein bisschen durcheinander bringt, weil du nicht weißt, was du davon halten sollst. Auf der anderen Seite heißt das natürlich für mich dann auch vom Gefühlsmäßigen her, sag ich mal, dass du dich dann ruhig mal zurückziehen kannst, um wieder Klarheit zu bekommen, wenn du in diesem Chaos drinne bist. Ich drücke das jetzt mal so aus, ne? Ich versuche es mal mit einfachen Worten. Die gucken wir nachher gleich an. Jetzt gucken wir einfach mal, und auch hier sind definitiv mehrere Karten gefallen. Das bedeutet ja auch für mich, da ist so einiges bei dir los. Wir haben hier als Hauptthemen für nächsten Monat eine gute Zeit, etwas erreicht zu haben. Phase des Wohlbefindens auf der einen Seite. Dann haben wir hier den Neuanfang, der noch in den Kinderschuhen steckt. Vielleicht habt ihr da auch irgendetwas vor. Also da seid ihr eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier die Liebe. Mhm. Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft. Dann haben wir den Baum, eine gesunde Entwicklung, Wachstum, etwas festigt sich. Veränderung in jeglicher Form. Da passiert anscheinend zu Hause etwas. Das ist nämlich euer Familie- und Privatleben. Es verändert sich aber etwas. Vielleicht auch in der Liebe und zu Hause. Vielleicht ist da auch ein bisschen Chaos, sag ich mal. Das werden wir gleich nachher vielleicht noch sehen. Beruflich, also dieser Neuanfang hier und so weiter, das sieht eigentlich gut aus. Vielleicht mit etwas Verzögerung, weil das noch in den Kinderschuhen steckt. Also es geht jetzt noch nicht sofort los. Aber hier, sag ich mal, die Kelche, die Gesundheit, die gesunde Entwicklung, da kommt eine Veränderung rein. Und diese Veränderung, sag ich mal, hat mit dem Beruflichen zu tun, mit Liebe, vielleicht auch eurem Partner. Vielleicht gibt es da auch Schwierigkeiten, da müssen wir nachher mal gucken. Aber im Moment hier, so sieht es noch gut aus. Das sind die Themen, die es bei euch geht, ne? Also um die Liebe, ums Zuhause, Veränderung in jeglicher Form, um diese Gesundheit und Wachstum auch wieder herzustellen, ne? Das deswegen hier auch von oben einfach mal diese ganze Sache überblicken. Vielleicht sind es auch sehr viele Sachen, die ihr im Moment da voranbringen wollt, sag ich mal, oder die euch beschäftigen. Vielleicht ist es auch manchmal einfach ein bisschen zu viel,
des Guten. Ne? Deswegen hier die weibliche Lebensenergie und die Gelassenheit und den Glauben daran. Ja, doch, ich glaube, da ist so einiges. Also hier passiert auf jeden Fall was. Das sind hier definitiv mehrere Themen. So, dann wollen wir mal gucken, was sollt ihr nicht beachten, beziehungsweise was beachtet ihr vielleicht nicht und solltet euch mal Gedanken darum machen. Wir haben hier die Einsamkeit und sich alleine fühlen. Rückzug. Das macht ihr vielleicht im Moment nicht. Vielleicht fühlt ihr euch ja, trotz dass ihr vollgepackt seid, sag ich mal, bis oben hin, und fühlt euch trotzdem manchmal noch allein gelassen. Vielleicht, weil das auch einfach ein bisschen zu viel für euch ist. Deswegen habe ich gesagt, manchmal ist es ganz gut, wenn man sich dann einfach mal ein bisschen zurückzieht, ne? Um, was weiß ich, auch mal mit Freunden oder irgendwas zu sprechen, oder einfach mal für sich alleine zu sein. Ne? Das kann diese Einsamkeit hier auch bedeuten. Das beachtet ihr momentan aber nicht. Wir gucken nachher hier gleich mal weiter. Dann haben wir hier das weibliche Prinzip, weil ich normalerweise ist die Fragestellerin, sag ich mal, die Frau selber, die wartet so ein bisschen ab. Das ist aber das, was sie im momentan nicht tut. Ihr sollt ja auch was unternehmen, nämlich das von oben zu betrachten. Also das kann praktisch beides sein. Dann haben wir hier den Turm, nämlich Beziehungskrieg, sag ich mal, plötzliche Trennung und so weiter. Das wollt ihr natürlich nicht und das wollt ihr natürlich auch nicht sehen. Etwas bricht zusammen, sag ich mal, aber ich glaube, das braucht ihr, da braucht ihr jetzt nächsten Monat, so kommt das gefühlsmäßig auch für mich rüber, eigentlich das nicht rüber, sag ich jetzt mal, dass jetzt hier irgendetwas zusammenbricht oder so, ne? Also vielleicht in Liebesdingen, dass das ein bisschen heikel werden könnte, sag ich jetzt mal, da müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, ne? Weil hier der Turm eben auch, wir haben ja hier Liebe und zu Hause und so weiter. Und dann hier ist die Gerechtigkeit, die Vergangenheit bearbeiten, sich befreien. Entweder steckt ihr gerade noch mitten in diesem Prozess drin. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie das jetzt hier für mich rüberkommt. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter nach oben hier vom Kartenbild hier, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, da gucken wir gleich nochmal. Ich sage mal so, dass entweder man tritt, ist das, was man mit Füßen tritt, oder das, was man nicht beachten soll. So, eins von den beiden ist das immer. Und dadurch, dass hier so viele Karten gefallen sind, ist da ja anscheinend auch einiges bei euch los. Oder wie gesagt, eben auch verschiedene Themenbereiche. Da müsst ihr eben gucken, was euch betrifft. Dann gucken wir mal, worum sollst du dich kümmern? Wie sieht es da aus? Wir haben hier Klarheit schaffen. Da habt ihr auch hohe Erwartungen. Das kenne ich auch von Jungfrauen. Jungfrauen haben immer sehr hohe Erwartungen. Auf jeden Fall für Klarheit sorgen. Also Struktur reinbringen. Ne? Es ist aber auch eine große Glückskarte. Spiritualität. Einfach sich vielleicht auch mal damit beschäftigen, in sich gehen, auf die Intuition. Was sagt dir deine Intuition? Sag ich jetzt mal so. Hier haben wir die Verantwortung übernehmen, natürlich für dein Leben, ganz klar. Die Hand aber auch reichen und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie verkehrt gelaufen, sag ich mal. Welche Lösungen, ne, das mal von oben betrachten und dieses Geschenk auch mal gedanklich anzunehmen, den Glauben einzusetzen und die Gelassenheit, nicht immer gleich alles so persönlich nehmen. Also das kriege ich im Moment gerade hier voll als Input rein. Etwas loslassen, sich ansonsten eben auch befreien. Dann haben wir hier auf die eigenen Gefühle achten und den Instinkten vertrauen. Ne? Das haben wir hier auch. Spirituell, sensibel, große Glückskarte, wirklich. Auf das Glück vor allen Dingen auch vertrauen. Und manchmal muss man dann auch einfach ein bisschen sagen, okay, liebes, ne? dieses Handreichen, okay, so und so sieht das jetzt im Moment momentan aus. Was kann ich daran machen? Dafür muss ich mir vielleicht mal ein bisschen in mich gehen, mal darüber nachdenken, kann ich damit noch leben oder nicht? Diese Verantwortung einfach auch fürs Leben übernehmen oder für das entsprechende Thema übernehmen. Und hier, ah ja, hier haben wir nämlich Herzschmerz. Hier Liebeskummer, Enttäuschung, Streit und den Konflikt aber jetzt auch austragen. Also wenn da Beziehung, deswegen sage ich ja, irgendwas ist hier mit Haus, Liebe, Partnerschaft und eine Veränderung, die einfach ansteht. Oder
Ihr werdet gezwungen, eine Veränderung vorzunehmen. Oder irgendetwas kommt ganz plötzlich auf euch zu und sagt, und was mache ich nun? Ne? Also das ist ein Thema nächste Woche. Also das kann auch sein hier. Oder es ist schon da und ihr müsst euch mit diesem Thema dann wirklich auseinandersetzen. Und das solltet ihr auch tun. Nämlich diese Verantwortung auch dafür übernehmen und nicht sich davon stehlen, sag ich mal. Ne? Also eine Trennung, so wie das jetzt hier aussieht in irgendeiner Weise. Ihr müsst zwar vorsichtig sein, aber ansonsten müsst ihr natürlich dann entscheiden. Wollt ihr diese Veränderung, dann löst euch davon. Ne? Auf jeden Fall stellt euch der Sache. Ich sage das jetzt mal so. So, dann gucken wir mal. Was haben die Karten euch noch hier? Auch hier sind nämlich gleich mehrere gefallen. Normalerweise ziehe ich immer zwei und zwei. Aber es wollte eben fallen. Ich drücke das jetzt mal so aus. Hier haben wir die Hemmung, die Bedürfnisse verdrängen, eure eigenen Bedürfnisse verdrängen, sag ich mal. Äußere Verbote und Beschränkungen. Vielleicht fühlt ihr euch da auch einfach ein bisschen gefangen. Ängste, die da hochkommen, Blockaden, die da einfach hochkommen. Bedrückende Gedanken, das hat hier anscheinend auch wirklich etwas mit der Liebe zu tun. Deswegen dann beachtet einfach mal das hier. Ihr geht da durch, da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Also das kriegt ihr auch hin. Ne? Das hat ja auch oftmals mit euch selber was zu tun, dass man sich die Augen selber verschließt und da steht und sich selber gefangen fühlt. Und aus dieser Gefangenschaft muss man natürlich dann innerlich auch erstmal so weit sein, da rauszukommen. Das geht so ab. Wir haben nächsten Monat noch eine Sonnenfinsternis gepaart mit dem Neumond. Also ab dem Neumond, ab 21.06. ist es meistens so, dann wechselt das praktisch in den Krebs herein. Und dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen gefühlvoller. Dann kommt auch wieder ein bisschen Ordnung und Struktur dann auch da rein. So, dann haben wir hier nämlich noch die Chance auf Glück. Liebe und Erfüllung, Frieden und eine gute Gelegenheit, die sich dann bieten würde. Und ich sehe das so, wartet auf jeden Fall bis zum 21.06. damit, wenn ihr hier irgendetwas klären wollt oder so. Also eine Chance auf Glück, Liebe und Erfüllung ist da, auch der innere Frieden. Dann hier die Sicherheit und die Zuversicht offen sein. Das heißt, es ist sehr gut. Aus dem hier müsst ihr raus. Da werdet ihr euch mit beschäftigen müssen. Ne? Aus diese Krise, diese Angst, die ihr da vielleicht auch noch habt, je nachdem, welches Thema das jetzt hier ist. Es sieht gut aus. Ihr habt eine Chance auf Glück, Sicherheit und Zuversicht, Erfolg auch wieder herzustellen. Was haben wir hier? Etwas Karmisches, Schicksalhaftes wird passieren. Was für euch, Karma, ne? Eine Prüfung, die ihr bestehen müsst, sag ich mal, da wird auf jeden Fall was passieren. Entweder beruflich oder eben auch, was die Liebe angeht. Wo ich mit der Liebe wäre ich jetzt nächsten Monat einfach ein bisschen vorsichtig. Ansonsten sprecht mal mit Freunden darüber. Holt euch da Hilfe. Die Liebe ist, glaube ich, weil ne, Liebe, Haus und Dings hier steht. Und deswegen ist das vielleicht auch alles ein bisschen verwirrend für euch. Aber das hier, das kann man immer schon sehr, also die Texte hier drin sind auch immer super und die helfen einem auch immer unwahrscheinlich. Ne? Das ist ja bei jedem mal so. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, ich kann euch ja nur die Hinweise geben. Dann haben wir wieder die männliche Hauptperson. Hier haben wir nämlich, da haben wir die Frau und hier haben wir den Mann, das männliche Prinzip. Das weibliche Prinzip, das männliche Prinzip. Etwas geben, aktiv werden. Und deswegen sage ich ja so ab 21.06., meine Lieben. Ich weiß, es sind noch ein paar Tage hin. Ansonsten zieht euch einfach mal zurück und betrachtet, versucht mal die Situation von außen zu betrachten, wenn ihr da wirklich Probleme mit habt. So, dann haben wir hier auch Schriftliches oder Schriftliches Festhalten, Bücher, Weiterbildung, Lernen, Dazulernen. Und wir haben hier den Buben der Kelche. Neuanfang, etwas steckt in den Kinderschuhen. Das kann auch hier das Berufliche, weil das Berufliche eigentlich ganz gut aussieht, aber es kann zu Verzögerungen kommen. Ne?
Das haben wir hier am Anfang, das haben wir hier am Ende. Das heißt, da wird was. Es kommt definitiv was in Bewegung, sag ich jetzt mal. Wenn ihr hier in irgendeiner Weise angegriffen werdet, ja, Turm, Gerechtigkeit, was ihr jetzt momentan nicht seht, Hemmungen, die hier aufdrehen, diese Blockaden, bedrückende Gedanken. Wenn ihr angegriffen werden solltet, egal von wem, ob das liebestechnisch ist, das heißt von eurem Partner, Ex-Partner, wie auch immer, oder auch beruflich, dann dürft ihr euch auch wehren. Dann dürft ihr euch definitiv wehren. Ihr müsst das nicht hinnehmen, sondern ihr könnt ja gut artikulieren, sag ich jetzt mal. Natürlich nicht aus der Haut fahren. Das heißt hier auch mit dieser Gelassenheit eben auch arbeiten, ne? Ganz klar. Also das dürft ihr dann schon tun. Aber es ist, ja, allgemeine Botschaft, sage ich mal, es ist etwas verwirrend. Vielleicht können wir hier die Weisheitskarten der Seele euch da noch ein bisschen behilflich sein, mit bestimmten Situationen einfach auch ein bisschen gelassener, sage ich mal, umzugehen. Wir haben hier die Metamorphose. Was das Wort bedeutet, wisst ihr ja so schon, ne? Dann haben wir hier die Vereinigung, aha, und wir haben der Kobold. Na, das ist ja eine nette Mischung, das ist ja auch verwirrend. So, die 25. Schmetterlinge erwerben sich ihre Flügel durch große Anstrengungen. Wandlungsprozesse sind oft schmerzlich, da sie niemals ohne Verluste und Opfer vonstatten gehen. Das heißt, das ist das, das sagt wieder im Grunde genommen das, was sich hier abspielt. Wenn du von einer Form in eine andere übergehst, ne, muss ein Teil von dir sterben. Loszulassen ist nicht leicht, besonders dann, wenn du dich an eine bestimmte Art und Weise dein Leben zu betrachten und zu führen gewöhnt hast. So wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift oder die Raute sterben muss, damit ein Schmetterling geboren werden kann, so musst du deine alten Vorstellungen aufgeben und den Wandel als etwas Notwendiges willkommen heißen, damit du dein bestmögliches Leben leben kannst. Vielleicht bist du aufgefordert, ein geringes Selbstwertgefühl loszulassen, einen Traum, der nicht mehr in dein Leben passt, eine Beziehung, die dich auslaugt oder eine ungesunde Angewohnheit. Auch wenn es dir Angst macht, musst du akzeptieren, dass du dich inmitten einer Transformation befindest. Das wird nicht ohne Verluste abgehen, aber dir wird gefallen, was du am Ende erhältst. Ach, diese Karten liebe ich, diese Karten liebe ich. Deswegen mache ich das jetzt an mir auch zum Schluss. Das sagt im Grunde genommen mal alles das, was hier jetzt diesen nächsten Monat, ja, vonstatten geht. Dann haben wir hier die Vereinigung. Die habe ich noch nicht gehabt. Da muss ich mal eben gucken. Liebe muss zum Ausdruck kommen. Wenn du diese Karte ziehst, so ist dies ein Zeichen, dass du auf dem Weg bist, das Wesen dieses Gefühls in allen seinen Ausdrucksformen als romantische Liebe, Elternliebe, selbstlose Liebe oder spirituelle Liebe für dich zu entdecken. Auf jeder dieser Ebenen ist eine andere Wesenheit Gegenstand der Liebe. Liebe schließt ein Geben und Nehmen zwischen dir und dem geliebten Wesen ein, ob dies ein Mitglied deiner Familie, ein Freund, ein Tier oder auch das göttliche Prinzip ist. Diese Karte sagt dir, dass der Ruf der Liebe an dich ergeht und du aufgefordert bist, an ihren Regeln Reigen teilzuhaben. Sie lässt dich wissen, dass du ihr willkommen bist. Wie ein Magnet ziehst du die Liebe in dein Leben. Dies ist die Zeit für harmonische und liebevolle Partnerschaften. Es kann sein, wenn, und wir sehen ja hier, dass es nächsten Monat hier um die Liebe geht, wenn es da Schwierigkeiten gibt, Verletzungen, Enttäuschungen, Streit, Trennung, und du aber deinen Schatzi, er oder sie, sag ich mal, oder ne, er und er, sie und sie, das ist völlig egal, liebst und es kommt da zum Streit.
ich sag jetzt mal so, gerade weil ich jetzt hier das weibliche Prinzip liegen habe, hier das männliche Prinzip hat. Das, es ist wirklich ein bisschen verwirrend, muss ich wirklich sagen. Und da wirklich die Gefühle da sind, dann kämpft da drum. Weil die Karte sagt dir hier, gelassen sehen, sprecht miteinander, kommuniziert miteinander. Wenn du an die Liebe glaubst, dann wird es hier auch zu keiner Trennung kommen. Du hast aber hier Angst. Vielleicht blockiert dich hier auch etwas. Aber hier ist eine Chance auf Glück. Zuversichtlich und offen sein. Offen sein, ne? Nicht die Axt rausholen. Sich wichtig nehmen. Etwas Schicksalhaftes, Karmahaftes. Das männliche Prinzip, sag ich mal, jetzt aktiv werden. Das männliche Prinzip, also zum Ende des Monats. Ja, ab 21.06. würde ich sagen, könnt ihr da aktiv werden, was das ist. Wenn es bis dahin Schwierigkeiten gibt, würde ich mich was Liebesdinge, passt auf, was ihr sagt, was ihr denkt. Ja. Ansonsten holt euch hier Informationen oder lest einfach. Ja, wie soll man das sagen? Versucht diesen Glauben daran nicht zu verlieren. Weil hier ist der Neuanfang, meine Süßen. Meine süßen Jungfrauen. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, was der Kobold sagt, ne? Das ist ja auch so ein witziger Typ, sag ich immer. Die 5. Da. Aha. Angst ist eine Illusion. Wähle heute die Liebe. Vergib dir selbst und anderen. Boing. Die Karte habe ich noch nicht gehabt. Kobolde werden in dem Moment geboren, in dem du eine seelische Verletzung erleidest. Für diejenigen unter euch, die das betrifft, ne? Und dir damit etwas Wesentliches abhanden kommt. Von diesem Augenblick an begleiten sie dich im Verborgenen. Von dort aus halten sie das Trauma in dir wach, indem sie listig mit deiner Stimme sprechen und dir einreden, dir sei Unrecht widerfahren. Du seist ein hilfloses Opfer oder nicht wert, geliebt zu werden. Oha, ja. Sie kontrollieren dich über dein schwaches Selbstwertgefühl. Ich glaube, die Karten gehören eher hierhin. Erst die Metamorphose, dann kommt der Kobold und dann kommt das. Nun sind sie alle drei rausgefallen mit einmal, sag ich mal. Deswegen habe ich es, ne, auch so gelassen. Über die Art, wie du gegen dich selbst arbeitest. Über dein Gefühl, dass es dir an etwas Wichtigem fehlt. Wenn die Kobolde dir einen Besuch abstatten, wisse, dass sie deine eigene Schattenreise oder die eines anderen Menschen repräsentieren und dass sie dich in eine Position manövrieren wollen, in der du noch nicht reagieren kannst. Die Koboldkarte ist jedoch eine Chance für inneres Wachstum und ein Signal, dass du lernen sollst. Ich werde hier irre, ehrlich. Also das passt wieder wie die Faust aufs Auge. Hier, karmisch. Ach du meine, ich kriege eine Gänsehaut hier. Ja, okay. Aber schön, dass das alles schön übereinstimmt hier. Inneres Wachstum und ein Signal, dass du lernen musst, dich selbst zu lieben. Kein Mensch ist frei von Fehlern. Die Botschaft der Kobolde an dich ist, dass du deinen Groll und deine negativen Selbstgespräche aufgeben musst. Bitte das göttliche Prinzip um Hilfe bei deiner Heilung. Löse dich von der Negativität. Ist das nicht irre? Das sind die verschiedensten Kartendecks, die ich blind ziehe. Und das passt hier wie die Faust aufs Auge zusammen. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich sage das ja immer wieder. Dann wollen wir mal gucken, was die Engel dir noch mitten. Hier, die Freude. Guck dir das an. Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichen Form anzuziehen und zu kreieren.
und Amors Pfeil. Wir senden hohe Wellen der Liebe in dein Herz und deinen Geist und erwecken so deine Liebe für das Leben selbst. Deine klare Entscheidung, eine Liebesbeziehung willkommen zu heißen und zu genießen, hat dieses Wiedererwachen hervorgerufen. Erlaube dir selbst, Liebe spontan in all ihren herrlichen Aspekten zu zelebrieren. Deswegen sage ich dir, auch wenn dir hier wehgetan wird, weil es geht nächsten Monat definitiv für diejenigen hier um Liebe, um das Privatleben, um Zuhause. Wir sind in der letzten Zeit auch gerade durch Corona sehr auf die Probe, auch zu Hause gestellt worden. Gerade wenn auch noch Kinder mit im Spiel sind. Aber die Karten sagen hier schon, Veränderung in jeglicher Form. Auch wenn du den Turm im Moment noch nicht sehen willst, vielleicht brauchst du es gar nicht. Aber da sind seelische Verletzungen da, die du bearbeiten sollst. Diese Beschränkungen und sich gefangen fühlen, das sind nur deine Gedanken. Lasse sie los. Dann erwartet dich Liebe, Erfüllung, Frieden hier auch. Die erinnern dich daran. Du bist voll im Metamorphose, ne? Also hier auch etwas Schicksalhaftes. Hier sind nur positive Karten und der Neuanfang. Vielleicht könnt ihr hier auch einfach einen Neuanfang starten. Ich würde es euch wünschen. Meine lieben Jungfrauen, das war wieder eine überaus interessante. Ich habe das hier die ganze Zeit ein bisschen beiseite geschoben, ne? Entschuldigung. Aber ich habe euch das ja vorgelesen. Ihr wisst ja, worum es geht. Eine sehr, sehr interessante. Bisschen verwirrend mit hin und her und auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Verschafft euch da Klarheit und seht das Geschenk an, was dann kommen wird. Auch wenn es erstmal sehr negativ aussieht, aber es wird gut. Ich bin ja mal echt auf den Juli gespannt, wie ein Flitzebogen. Schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare, ob das für euch einen Sinn macht hier. Es ist ein bisschen verwirrend. Auf der einen Seite viel Gefühl, Freude und so weiter, Neuanfänge, dann wieder Verletzungen. Ja, zusammenfassend. Verwirrende Einflüsse. Bleibt in der Mitte, bleibt gelassen. Engel des Glaubens ist bei euch. Glaubt auch an euch. Beruflich, sage ich mal, sieht es eigentlich gut aus. Ne? Gute, glückliche Zeit hier auch mit dem Beruf. Aber es können etwas Verzögerungen da sein. Also es kann sich etwas verzögern. Vielleicht so ab 21. sage ich mal, sieht es hier wieder in allen Bereichen gut aus. Bis dahin habt ihr hier wirklich so ein bisschen was zu bearbeiten, sage ich jetzt mal so. Führt Gespräche mit euren Freunden, wenn ihr da Probleme in irgendeiner Weise hat, diese Hilfsbereitschaft und so weiter, Fürsorglichkeit, die ist da. Auf der einen Seite ist ja auch die große Glückskarte, um euch auch über diese ganzen Situationen oder die Situation, sage ich mal, die Klarheit zu verschaffen. Und darum sollt ihr euch auch kümmern. Reicht die Hand, auch wenn es schmerzlich ist. Gott, ich könnte hier noch Ausführungen machen. Nein, dann führt das alles hier wieder viel, viel zu weit. Ansonsten zieht euch einfach mal zurück, besinnt euch mal auf euch selber. Liebe ist ein bisschen heikel, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, was ihr sagt oder so. Außer ihr werdet eben, wie gesagt, angegriffen wirklich, dann dürft ihr euch auch definitiv wehren. Das waren jetzt trotzdem wieder sehr viele Informationen. Meine lieben Jungfrauen, ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg dabei. Ich bin bei euch, ich glaube an euch, ihr schafft das. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.